Willkommen zurück zu Miitopia! So, wir machen ein bisschen Action hier in dem Gasthaus und dann erkunden wir diese, naja, nicht ganz so einsame Insel weiter. Denn wir haben hier noch einiges zu tun. Moment. Aber Giffen ist doch krank. Hä? Das funktioniert nicht! Ist das ein Glitch? Naja, auf jeden Fall geht das nicht. Sorry. Verdonner wird sich auch bald ändern, aber dazu kommen wir noch. Alter, die Rüstung, schaut euch die mal an. Das ist einfach die Dingsrüstung aus Breath of the Wild. Mit so einem Schikastein vorne drauf. Doch, das ist es doch. Also für mich auf jeden Fall. Ist mir egal, was ihr dazu denkt. Für mich ist es die Rüstung aus Breath of the Wild. Boah, das sieht voll cool aus. Ah, na gut, gäbe es nicht das Auge gefärbt, sondern halt alles drumherum am Auge. In anderen Farben, dann hätte ich es wahrscheinlich sogar genommen, aber so. Naja. Da würde das hier sogar besser passen. Von daher. Nehmen wir einfach das hier. So, gibt es noch ein bisschen Futter für die ganzen Menschen unter uns hier. Miku zum Beispiel. Nom nom. So, Babynahrung hier. Naja, Miku und Babynahrung, okay. Young Mike und Babynahrung, okay. Ja, Sailor Moon und Babynahrung. Jesus und Babynahrung. Danny und Babynahrung. Maike und Babynahrung. Sogar sehr gut. Und dann, das hat schon jeder probiert. Dann, na gut. Aber bevor ich das jetzt verteile, verteile ich erstmal den Tee. Der Tee muss zuerst weg. Das ist klar. Wie viel habe ich von dem noch? 5 Stück? Ja, komm. Zack, zack, zack. Die sind jetzt weg. Trinkt sie alle aus. Du kriegst noch einen. Obwohl, du warst, glaube ich, die falsche Person, oder? Ja, warst du. Egal, komm. Du kriegst noch die restlichen. Zack, hier, dann bist du auch satt. Blam. So, wem gebe ich das hier? Dir gebe ich das mal. So, und dir kann ich auch nochmal geben. Da sind beide voll. Ja, für die, die neu hier sind, nein, ich gucke nicht nach, wer was bräuchte. Ich gucke einfach nur nach, wer was noch nicht probiert hat. Ja, weil mir ist das ziemlich egal. Weil das hier würde viel zu lange dauern, wenn ich genau gucken würde. Okay, gut, duftender Tee, was macht das? MP und Magie hoch. Gut, wer bräuchte denn MP und Magie? Feli könnte es gebrauchen, aber Mike ist viel besserer Charakter. Feli könnte er sein Beste gebrauchen. Er ist aber schon satt. Dann spare ich mir das auf für taktische nächsten Runden. Nee, kein Bock auf sowas. Gibt einfach alles irgendwas, was sie brauchen, was sie nicht brauchen. Mir egal. Kriegen einfach, was sie kriegen. Punkt. Mir egal. Die meisten Charaktere können sowieso alles jetzt mal hochmachen. Gut, manche, bei manchen sind es mehr als andere, aber still. Still, still, still. Seid still. Gut. Okay. Dann wäre das auch geklärt. Mini kleiner Rant ohne Grund. Naja. Passiert. Passiert auch mal. Das kann ich Girlfriend nicht ins Team tun. Das ist blöd. Das ist wirklich nicht schön. Also wem will ich denn spielen? Spiel mal jetzt. Komm, spiel mal jetzt, Maike. So. Dann tun wir euch beide nochmal wieder rein. Bam, bada, bam, bam. Wow, 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 wow. So, hier sind wir nicht dem lieben auf dieser Insel. Wir können einmal hier auf die andere Insel. Oder hier in dieser Insel weiter erforschen. Da gibt es nämlich hier rechts noch irgendeinen komischen Ort. Wollen wir das aber machen? Gucken wir ganz kurz, was es hier in dieser Bonuskiste gibt. So, Abmarsch! Ja, okay. Spielscheine. Deutsch. Noch irgendwas oder war es das schon? Oh, noch eine riesige Kiste. Ein Heldenstab für Jesus! Hat was. Aber ich mag das hier irgendwie mehr. Ich weiß nicht. Ich finde diesen Stil halt ein bisschen besser. So ein bisschen besser. Ja. Aber auch nicht schlecht. Ja, jetzt leveln die hier noch schnell ein bisschen, ne? Oh, 12 verschiedene Stäbe. Okay, das gibt auch wieder eine Medaille. Von denen kann man ja nicht genug haben, ne? Die kann man ja auch 100% sammeln. Was ich übrigens nicht tun werde. Das ist mir dann doch ein bisschen zu viel Arbeit für dieses Let's Play. So viel seid ihr mir nicht wert. Okay, also es geht hier oben weiter. Deshalb würde ich vielleicht sogar einfach mal hier lang gehen.
Aber gut, es kann auch sein, dass wir rechts gar nicht weiterkommen. Vielleicht ist ja gleich ein Tor und dann kommen wir da nur durch, wenn wir eine Quest annehmen. Kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ähnlich war es ja auch in der Main Story. Von daher. Warte, nur eine Qualle? Und die kriegt ihr nicht down? Doch, jetzt. Okay. Interessant. So. Und vielleicht merkt ihr schon, ich skippe ein bisschen durch alles durch. Na gut, das habe ich auch schon im Main Let's Play gemacht, aber hier noch ein bisschen mehr. Weil, oh, Schätze, okay. Wir jetzt nur noch neue Sachen sehen wollen. Oder allgemein, ihr wahrscheinlich nur neue Sachen sehen wollt. Ich tue das für euch, ich skippe durch alles durch. Damit ihr nicht so viel durchskippen müsst durch das Video. Weil ich so langweilig kommentiere, auf jeden Fall. Nee, ganz ehrlich, ich finde persönlich, dass ich nicht so langweilig kommentiere. Aber ja gut, da ist, das liegt, glaube ich, auch eher so im Auge des Betrachters. Ja, armer Jesus, erst wieder am Leben. Genau, das wollte ich sagen. Und yay, Level Up für Maike. Und Level Up für Danny. Phantom gelernt. Trifft den Gegner ein ums andere Mal mit phantomgleichen Angriffen. Wow, okay. Interessant. Ja, dann hier, nimm noch ein bisschen mehr Erfahrung. Man kriegt hier immer Bonuserfahrung, was ich sehr interessant finde, tatsächlich. Eine HP-Banane. Boah, heftige Truhe. Das war der Schatz? Moment, das war der Schatz? Eine HP-Banane? Oh, ist ja dunkel. Zeit zum Grillen. Wer möchte einmal den Pilz kosten? Ja, komm, macht Maike das. Hier so ein Power-Up. Nice. Du, 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 du. Sind das eigentlich random Events? Ob man manchmal einfach random so so ein Zelt geht und übernachtet oder ist das gescriptet, dass immer in diesem Level, wenn du das erste Mal spielst, dass du da in dem Level überzeltest, übernachtest. So. Wisst ihr, was ich meine? Ich weiß das tatsächlich gar nicht. Wenn einer von euch das mal testen könnte? Vielleicht gibt es ja auch Leute unter euch, die mitspielen, so während des Let's Plays auch selber Miitopia gerade spielen und so ein bisschen leveln oder so. Vielleicht sogar genau die gleichen Level machten wie ich. Und sich halt so taktisch überlegen, welchen Weg gehe ich. Oh, neue Technik. Taktisch. Phantom. Kann mir mal gut vorstellen. Coole Attacke. Könnte auf jeden Fall noch sehr nützlich werden. Toll, Bunny. Bam, bam, bam. Yeehaw. Bam. Gut gemacht. Wer auch immer dieser Random Mii ist, wir folgen ihr einfach, weil die kennt sich ja anscheinend besser aus als die, als online. Okay, interessant. Wie ist überhaupt anderen hergekommen? Na gut, das werden wir bestimmt noch irgendwann herausfinden. Irgendwann. Und wenn nicht, kommt das schon noch im Bonusvideo vor. Ich habe mich entschieden, ich möchte es doch machen, das Bonusvideo. Ich glaube, das wäre schon ganz lustig, wenn ich das mache. Von daher. Level up. Genau. Yeah, 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 yeah. Wow. Oh, Bunny will in mein Zimmer. Naja, Bunny, ob ich das tun kann, so. Aber naja, gut. Wenn du unbedingt willst. Oh, ein Geschenk. Da sage ich Nein zu. Was ist denn da drin? Erstklassige Vase. Das ist toll. Yay. Badabadaba. Wow, Level 22, besteste Freunde. Yeah. Aber Young Mike. Oh oh. Jetzt kann GF hier hin. Will ich mit Bunny vielleicht auf Level 30 kommen? Einfach so. Einfach nur so. Ich meine, wie wahrscheinlich ist es, dass ich mit jedem Charakter am Ende des Let's Plays auf Level 30 komme? Gut, wenn ich offscreen ganz viel level und endlich mal meine ganzen 47 Ausflugtickets benutze, ne? Das ist schon realistischer, aber... I don't know. Platin Moai Dolch. What? Wie, wo, was? Osterinsel, auf jeden Fall. Ja, Thaddeus Haus. Kann die Collection, aber wird jetzt nicht benutzt. Sonst geht's halt noch kaputt, ne? Das geht ja gar nicht. Der Superpanzer oder ein Heldenpiekser. Okay.
Will ich Bunny da jetzt stehen lassen? Tatsächlich würde ich eigentlich lieber mit irgendeinem anderen Dreher hier auf der Liste leveln. Zum Beispiel Igitt, weil mit dem bin ich halt schon fast Level 20 und das würde ich jetzt gerne noch schnell machen. Bunny, wir haben noch unsere Zeit. Irgendwann offscreen. Auf jeden Fall. Das klingt ein bisschen weird. Aber naja, egal. Ciao, Bunny. GF ist besser. Haha. Nein, Spaß. Ich will nur GF ein bisschen leveln. Wupp. Okay. Okay, worum er das hinführt. Komisch. Noch eine Kiste mit ein bisschen Geld. Nice. Wahre Freunde, auf Level 31. Also bei denen geht es auf jeden Fall ab, bei den beiden. Level 31, was bin ich denn? Level 32, okay. Ich will unbedingt diese Tabelle da überall auf dieses pinke Herzchen haben. Das will ich, das ist mein Ziel. Für die, die es noch nicht gecheckt haben. Aber das, glaube ich, haben schon die meisten gecheckt. Das war gerade ziemlich unnötig, dass ich das erwähnt habe. Aber naja, ja, auf jeden Fall. Das ist mein Ziel, mich mit denen zu verstehen. Ja, super, Heldenkostüm kannst du haben, aber du wirst es nicht benutzen, weil es sieht freaking weird aus. Gut, Jeff könnte theoretisch auch ein neues Outfit brauchen, weil sie schon die ganze Zeit das hat, aber... Futtern wir einfach mal. Ja, Babynahrung, nice. Ja, findet Danny auch. Ja, findet Maike auch. So, und jetzt das hier mal wieder. Wem schmeckt es am besten? Ja, euch vier. Wie viel habe ich davon? Ja, die kriege ich jetzt gerade gedroppt, deshalb, komm. Ah, die kann ich das nicht mehr geben, dann gebe ich dir das noch. Ich möchte alle loswerden. Hier, du kannst haben. Mhm, lecker, lecker. Schmeckt allen, das ist gut. Können alle nicht mehr essen. Alle schon satt. Ach, ist blöd. Ja, erst das Sandwich auf. Yay, ihr gefällt sehr gut. So, hier, du kriegst das noch. Sandwich make me strong. Gute, gute Wahl. Ah, guck mal, das können die alle noch trinken. Ich finde das Design von der Astro-Nahrung so dumm. Ich weiß nicht, ich finde es einfach dumm, wie es aussieht. Hier kriegt jeder ein bisschen Astro-Nahrung. Obwohl wir auf einer Insel sind, das passt so überhaupt nicht, aber naja. Irgendwann muss auch nochmal der Vorrat aufgegessen sein, ja? Sonst, wird's noch schlecht. Ja, ja, genau. Jetzt hat schon jeder probiert. Okay, gut. 30 Esssachen noch. Dinge, die man essen kann. Wir kommen auf jeden Fall näher an das Ziel, alles zu verwenden und zu verschwenden und, ja. Gehen wir mal unten lang, weil ich will mit Tingle reden. Weiß nicht, wo richtig lang ist. Vielleicht beides richtig lang. Oh, Meereshöhle. Jetzt ist sogar ein ganz anderer Ort. Vielleicht sollen wir hier noch gar nicht hin. Ich weiß es nicht. Aber egal. Gucken wir uns mal kurz die Meereshöhle an. Oh, gute Nacht. Dann kämpfen wir halt ohne Maike. Sie dachte sich spontan, nee, kein Bock zu kämpfen. Okay, macht ihr das mal? Okay. Aber ab hier wären auch die Kämpfe ziemlich langweilig. Gut, ich könnte sie mehr Entertainment machen. Entertaining. Wie sagt man das? Ich könnte sie mehr unterhaltsam machen. Machen wir es einfach auf Deutsch, ne? Indem ich einfach mein Me noch hinzufüge, weil dann kann ich selber noch steuern, aber... Wenn ich schon die Möglichkeit habe, nicht mein Me zu benutzen, dann möchte ich das auch mal ausprobieren. So. Aber ja, ich muss auf jeden Fall zu Miitopia sagen, dass ich das Kampfsystem sehr interessant finde. Ich finde das cool, dass man so die ganzen Persönlichkeiten auswählen muss und alles, damit das den Kampf beeinflusst. Aber ich weiß nicht, ich finde, man könnte ein bisschen mehr mit Miitopias Kampfsystem machen. Ich weiß nicht. Nach 60 plus Parts... ist es dann auch wieder langweilig, wenn ich verstehe, was ich meine. Also zweites Mal durchspielen, ich glaube, das wäre mir ein bisschen zu nervig. Aber gut, wozu zweites Mal durchspielen, wenn das Let's Play noch so legendär war? Zumindest, wie in der allerersten Folge gesagt, war mein Ziel bei Miitopia, dass das Let's Play von legendär wird, mit lustigen Characters und dass ihr einfach das Spiel genießt. Weil das Spiel soll ja gut sein, dachte ich halt in der ersten Folge. Und jetzt denke ich mir halt, ja, das Spiel war auch gut.
Vielleicht nicht so gut, wie andere gesagt haben. Also nicht so bestes RPG ever oder so, aber es war schon lustig. Schon ein gutes Spiel. Und, definitiv kein Fehlkauf. Ich habe sehr viel Spaß gehabt mit diesem Spiel. Oder immer noch jetzt. Wir sind ja noch mittendrin. Ist kein Fazit hier. Ist nur ein bisschen was hinzugefügtes. Weil, warum nicht, ne? Er isst einfach so den Fisch. Das sah gerade wirklich so aus, als würde Danny einfach so den Fisch essen. Ja. Schon eine krasse Taktik. Ich meine, wenn dann eine Waffe auf dem Fisch besteht, warum den nicht einfach essen? Ich meine, der wächst ja bestimmt wieder nach. So funktionieren ja Fische halt, ne? Ja, ja. Schön auf den Hintern klapsen. Dieses auch nochmal. Bam. 1969. Jetzt kommen wir zu den Jahren. Oh, Level Up für Girlfriend. Tödliches Geflüster gelernt. Ziehe Gegner in die Tiefe. Hast du Glück, verschwinden sie für immer. Nur wohin verschwinden sie? Das finden wir vielleicht niemals heraus. Aber hey, willkommen zu Mitropia. Zu dieser einzigartigen Welt, wo alles passieren kann und jeder Charakter aus ganz vielen verschiedenen Spielen und Dimensionen sich aufeinander treffen. Mit anderen Rollen als in deren Spielen. Naja, auf jeden Fall, das ist doch cool, dass so jemand wie Freddy auf einmal nicht so böse gegen uns ist. Oder dass jemand wie ein Guy Manuel aus Daft Punk hier ist. Das ist auch schon cool. Und der andere Typ, ich vergesse beide Namen immer, aber wir hatten in der letzten Folge den Guy Manuel in der Main Story wichtig. Deshalb, oder was heißt Main Story? Ihr wisst, was ich meine. Jetzt habe ich seinen Namen noch im Kopf, aber naja, egal. Ich will das jetzt schnell loswerden. Hier, ist du das einfach, du gut ist. Ha, gut ist. Ha, ha, ha. Oh, oh Gott. Pläuingwurzeln hat jeder probiert und am meisten mag es Girlfriend. Sie darf die ganzen haben. Wie sie gezappelt hat. Lustig. Oh, das schmeckt überhaupt nicht, aber hat alles hochgemacht. Was mit dir? Oh, dir schmeckt's. Was sagst du dazu? Ganz gut, okay. Und was sagst du dazu? Nicht so gut. Schade. Ein Mäusesnack. Nimm du das mal. Ein Mäusesnack. Ich skippe mal ein bisschen voraus, weil ich will die Ultimatesse mal ausprobieren. Die habe ich schon probiert, aber sonst niemand. Komm, Bunny, nimm du die. Ultimativer Geschmack. Nice. Dann kann ich mal den Mäusesnack probieren. Okay. Mir bin ich jetzt nicht so ein großer Käse-Fan. Ich weiß, es schockiert jetzt bestimmt einige. Na gut. Gut, wenn ich sage, ich bin auch kein großer Pizza-Fan, dann ist es, glaube ich, ein bisschen mehr schockierend und dann ist Käse nicht mehr so schockierend. Auf jeden Fall, ja, Käse ist nicht so das, was ich so gerne esse, aber ich weiß, dass es für viele so das Ding ist, was sie gerne essen. Jetzt ist schon fast jeder satt. Aber ein paar können es noch essen, oder? Oder? Hier. Ups, verdrückt. Du kannst es noch essen. Zack, ich glaube, Girlfriend auch noch. Ja. Er hat sich so sehr geschmeckt. Das ist ein Teufelsshake. Ich meine, sie ist doch mehr oder weniger so ein bisschen Demon, I guess. Naja. Jeder ist Level 23 jetzt, ja. Das ist gut. That was the plan. Du-ba-dum-dum. So, wo führt das hin? Einfach weiter hier lang. Okay, warte. Ich will mal ganz kurz gucken, wo das hier hinführt. Okay, hier sollen wir lang. Hier ist einfach eine gerade Linie nach oben. Okay, aber das interessiert. Dann interessiert mich aber noch viel, viel mehr, was es denn hier hinten gibt. Ist das dann einfach ein Weg für die nächste Quest und wir machen die einfach jetzt schon, weil. Warum nicht so? Kann sein. Weißt du, was ich an Kriegern voll toll finde? Was denn? Den Umhang. Kann ich verstehen. Mein Umhang ist klasse. Taugt er auch als Wingsuit für Base Dumping? Nochmal auf Deutsch bitte. Als Wingsuit für Base-Jumping? Sagt mir gerade auch nichts. Ich musste mir gerade so Bungee-Jumping vorstellen, aber das ist ja nicht Base-Jumping, oder? Ja, dann keine Ahnung. Wingsuit. Sowas gibt's? Wo du so Flügel hast und dann fliegen kannst? Okay, interessant. Neue Technik! Tödliches Geflüster.
Oh, schade. Das trifft aber alle Gegner. Da muss wahrscheinlich eine sehr, sehr niedrige Chance haben, zu treffen. Aber auch sehr interessant. Auch sehr interessant. Bam, bam, bam. Ja, es ist auf jeden Fall sehr interessant, wie Miitopia hier noch abläuft. Da habe ich gar nichts zu sagen. Ich muss ganz daran denken, dass wir halt noch zwei Gebiete haben, genauso wie in der Main Story, in der letzten Gebiete und so. Ja, und wie geht's dann weiter? Ist die. Ach, was soll ich so kurz? Nur diese zwei Gebiete und das war's? Ich meine, ja, vier Quests, I guess. So, ist schon ein bisschen was, aber. Auch nicht so viel. Das sind ein paar Folgen. Wir sind dann. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir schon in 10 Folgen durch sind mit dem Display, aber. Wer weiß. Wer weiß, vielleicht sind wir in 10 Folgen schon durch. Will ich nicht ausschließen. Wäre interessant. Ich will jetzt nicht noch bis Dezember dieses Let's Play führen. Deshalb gucken wir es immer auch ab und zu einfach mal. Nicht, dass ich jetzt irgendwie... Ich habe das auch nämlich auch in anderen Let's Plays auch schon gesagt. So, dass ich irgendwie so sage, ja, schlechtes Timing, dieses Let's Play zu machen. Oder ja, ich hoffe, das ist auch mal vorbei. Aber das ist eigentlich gar nicht so gemeint, wie es sich vielleicht anhören mag. Ich möchte halt einfach nur nicht, ich habe immer nur Angst, dass ich bei Let's Plays zu lang ziehe. Miitopia ist nämlich genau so ein Fall, wo ich viel zu lange dieses Let's Play mache, weil ich manchmal nicht jeden Tag dieses Spiel hochlade, so. Naja, jetzt in der Afterstory werde ich sowieso nicht jeden Tag hochladen, deshalb ist das schon, schon ein bisschen entspannter und leichter. Oh, er konnte nicht heilen, oh, schade. Er wollte nicht geheilt werden. Andererseits will ich aber auch mehr Folgen von dem Display machen, damit es auch mal vorbei ist. So, ich will nicht, dass es halt bis... Weiß ich nicht, wann noch weitergeht. Wenn ich verstehe, was ich meine. Ich meine, wie lange ist jetzt Miitopia schon draußen auf der Switch? Ist schon ein paar Monate her. Jetzt, wo ich das hier aufnehme, weiß ich nicht. Ich schätze mal 3 Monate oder so. Ich weiß es wirklich gar nicht mehr. Oh Gott, was? Die ganze am Ende ist noch eine Abzweigung? Oh Gott, das wird sehr nervig gleich für mich. Oh, aber das hat sich auf jeden Fall gelohnt. 6K. Die nehme ich mit. Ja, vielleicht sollte ich auf jeden Fall mal irgendwann mal die Länge der Parts erhöhen. Dass die Parts zum Beispiel halt auch so ein bisschen länger sind oder so. Ist auf jeden Fall die Überlegung wert, würde ich sagen. So. Apropos Partlänge. Die Folge ist jetzt leider schon vorbei, aber ich hoffe auf jeden Fall, dass euch das irgendwie noch gefallen hat. Wir hatten da sehr viel Spaß heute mal wieder. Ich hoffe, euch hat dieses Gebiet hier gefallen. Wir werden in der nächsten Folge hier noch mehr erkunden, vielleicht noch ein bisschen mehr als heute. Heute haben wir nur ein paar Level geschafft leider, aber Level sind halt auch ziemlich lang irgendwie. Aber naja, gucken wir noch mal ganz kurz, ob ich noch irgendwem was kaufen können, bevor wir aufhören. Zum Beispiel einen Hexenmeisterstab. What? Okay. Das sieht sehr cool aus, muss ich sagen. Hat was. Aber nicht für Mike. Nicht für mich so. Nicht für Mike so. Weiß nicht. Ich finde dieses Herz lustig. Dieses fette Herz, was einfach so Leute umbringt. Also, was heißt umbringen? Ja. Miitopia, Kinderspiel. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Das finde ich irgendwie lustig. Heldenpfanne. Sieht die dann überhaupt so viel besser aus als die Pfanne, die du gerade hast? Nicht wirklich, nee. Na gut, das ist gerade ein Spiegel, ne? Ja, aber das sieht so weird aus, so. Ja, es passt zum Outfit, aber sieht nicht schön aus, die Pfanne. Jetzt über Löcher und wer will denn da bitte was braten? Ich weiß nicht. Das nehmen wir so ein Spiegel, das ist lustig. Weil es sieht aus wie ein Spiegel und das finde ich lustig. Und lasst mich nur Sachen lustig finden, behalten, ja? Ich meine, warum, denkt ihr, warum sieht dieses immer noch aus von seit Folge 10 oder seit 20 oder wann auch immer das war. Sieht immer noch aus wie ein Pinguin. Egal, Punkt ist gemacht worden. Wir machen auf jeden Fall in der nächsten Folge weiter. Bis dann! Und bye bye. 12 Bratpfannen. Heftig.